nördlichsten Teil Dänemarks liegt Hjørring, umgeben von schönen Landschaften und mit Aktivitäten für Leute in jedem Alter. In der letzten Woche im Juli geschieht noch mehr in der Stadt, indem diese der Wert für das weltweit internationalste Fußballturnier für Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren ist. Über 800 Mannschaften aus 46 Ländern, insgesamt 20.000 junge Fußballspieler, versammeln sich auf 50 Fußballplätzen, um 2.000 Spiele abzuwickeln. Nach und nach, wenn die Mannschaften ankommen und einchecken, werden sie in den Schulen der Stadt untergebracht. Die Unterbringung kann auch in der Jugendherberge, in Hotels und auf dem Campingplatz geschehen. Während der Woche sind die Klassenzimmer das Heim der Spieler. Hier bereiten sie sich auf die Spiele und die vielen anderen Aktivitäten vor. Die Woche beginnt mit dem Einmarsch, zu dem sich alle Mannschaften versammeln, um in einem gemeinsamen Umzug durch die Stadt zu gehen. Alle Spieler bekommen ein Teilnehmerband ausgehändigt. Das Band ist persönlich und gewährt kostenlosen Eintritt zu einer Reihe von Aktivitäten. Das Band gibt es in 4 Farben, die anzeigen, wo man isst und schläft. Eigene Danacup-Busse befördern die Spieler von den Schulen zu den vielen Fußballplätzen. Es herrscht immer eine fieberhafte Aktivität auf den Fußballplätzen, wo sowohl Jungen wie auch Mädchen mit 7 als auch mit 11 Spielern Fußball spielen. Das Turnier wird in Übereinstimmung mit FIFAs Regeln abgehalten. Die Mannschaften werden in Gruppen mit 4 oder 5 Mannschaften eingeteilt, die alle gegeneinander spielen. Die besten Mannschaften kommen in das A-Endspiel, die anderen gehen zum B-Endspiel weiter. In allen Klassen ist es erlaubt, Spieler wieder einzusetzen oder auszuwechseln. Danacup und der Hjørring Fußball-Schiedsrichterclub wählen gemeinsam dänische und internationale Schiedsrichter und Linienrichter für die Spiele aus. Nach jedem Spiel werden die Ergebnisse im Resultatbüro eingetragen. Hier kann sich jede Mannschaft darüber informieren, wie es mit dem Turnier geht und wann die nächsten Spiele stattfinden. Sollte ein Spieler zu Schaden kommen, dann kann aus dem Maschzelt Hilfe herbeigerufen werden. Junge Ärzte stellen sich ehrenamtlich während der Dauer des Cups zur Verfügung. Schmerzende Beine und Muskeln werden im Massagezelt behandelt, wo immer eine lange Schlange ist. Um auf dem Spielfeld etwas leisten zu können, müssen die Spieler gut zu essen bekommen. Es gibt frisch gemachtes Frühstück, Mittagessen und Abendessen aus der guten dänischen Küche. Zwischen den Spielen ist Zeit genug, E-Mails an die Familie zu schreiben. Das geschieht im Netcafé, wo man eine Zeit reservieren kann. Im Andenkenladen können verschiedene Andenken über die Tour gekauft werden. Bei der Anreise bekommt jede Mannschaft einen Termin, wann ein kostenloses Mannschaftsfoto gemacht wird. Abends hat man Gelegenheit, ins Tivoli zu gehen, wo es etwas für jeden Geschmack gibt. Tombola, Karusselle und so weiter. I'm here at the first time and it's very beautiful. Our fun all together and all peaceful and
at all corners they are laughing and it's wonderful. Im Tivoli befindet sich eine alkoholfreie Disco mit einer Band und einem Discjockey. Hier können sich die jungen Fußballspieler amüsieren. Für die Leiter und die Trainer gibt es ganz andere Möglichkeiten. Bei der Dana Group VIP Party treffen sich am Dienstagabend Trainer und Leiter zu einem gemütlichen Abend mit Unterhaltung und hier haben sie Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Während die Kinder Fußball spielen, gibt es für die Eltern eine Reihe von Aktivitäten. Während der Cup stattfindet, gibt es unter anderem ein Golfturnier. In den Fußgängerzonen im Zentrum von Jöring gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten. Der Stadtbummel kann beispielsweise mit einem Besuch in einem der vielen Restaurants abgeschlossen werden. Einige der größten Touristenziele in Nordjütland sind der Vergnügungspark Forup, Sommerland und Aquapark, wo bei Jung und Alt das Adrenalin zu spüren ist. Man kann aber auch im Aquapark schwimmen gehen. Genügt einem das nicht, dann ist der Nordseestrand ein beliebter Badeort für die ganze Familie. Gegen Ende der Woche werden die Endspiele abgehalten. Die Endspiele beginnen am Freitag. Am Abend werden die Fairplay-Pokale sowie die Bronzemedaillen überreicht und der Abend endet mit einem großen Festfeuerwerk. Am Samstag wird um Gold und Silber gespielt und die Sieger und Verlierer werden gefunden. So ist das auf dem Fußballplatz. Die Woche mit dem Dana Cup in Jöring ist aber auch ein Sieg für alle Jugendlichen. Erlebnisse von den Spielen und das Beisammensein mit Altersgenossen aus der ganzen Welt, eine Welt des Sports voller Freundschaften, mit Verständnis und Respekt und obendrein voller Erwartung und Lust zu einem neuen Turnier. Im kommenden Jahr, in der letzten Woche im Juli, come and join us.